Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Sable. Yay, Golden Hills Valley. Letzte Folge haben wir es ja endlich freigeschaltet und haben eine kleine Shopping-Tour gemacht. Jetzt stehen wir hier wieder am Anfang. Da hinten ist die Reithalle. Und hier vorne ist hier jetzt Jasper, der Opa von Justin. Mal gucken, was der für eine Quest für uns hat hier. Der hat hier, glaube ich, so eine Kürbisfarm. Genau. Da stand es auch gerade schon auf dem Schild drauf. Jetzt bin ich doch mal super, super gespannt. Oh, haben wir hier auch noch ein Rennen? Kriegen wir hier ein Rennen? Okay. Jetzt bin ich mal super, super gespannt, was uns hier so alles erwartet. Dina, willkommen auf der Kürbisfarm der östlichen Lichtung. Endlich sehen wir uns wieder. Ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du mein Herz von der Verbitterung befreit hast, die ich 20 Jahre in mir trug. Ganz unbegründet, wie sich herausstellte. Aber ich bin nicht mehr böse, ich bin jetzt ein glücklicher Mann. Jetzt kann ich mich endlich meinem großen Hobby zuwenden, der Kürbiszucht. Wunderst du dich, was ich hier in Golden Hills Valley mache? Ja, das würde mich schon interessieren, was ihn hierhin vertrieben hat. Getrieben, nicht vertrieben. Da du, Dina, mich ja von meinem Gram befreit hast, muss ich nun nicht länger die Grenze zwischen Moorland und meinem Grundstück überwachen. Das ist nur dir zu verdanken. Das ist also meine Kürbisfarm. Leider ist sie ziemlich heruntergekommen, da ich über 20 Jahre nicht hier war. Jetzt, wo ich wieder hier bin, werde ich sie wieder auf Vordermann bringen und die tollsten und leckersten Kürbisse Jorviks züchten. Okay, ja, das klingt doch gut. Jetzt hat er wieder eine Aufgabe. Und zwar eine richtige. Es gibt hier auf der Kürbisfarm viele spannende Dinge zu tun. Wenn du Zeit hast, natürlich. Wenn du mir ein wenig hilfst, dann kann ich dir auch später helfen. Zum Beispiel mit dem Transport zum und vom Fischerdorf. Und das ist nicht nur Arbeit, sondern das macht auch noch Spaß. Ich habe aufregende Reitstrecken, die getestet und verbessert werden müssen. Außerdem werde ich dir ein wenig mehr als alle anderen bezahlen. Was sagst du? Also die Bezahlung, klar, ist jetzt natürlich auch verlockend, aber ich finde noch viel verlockender sind definitiv die Rennstrecken. Wie schön, dass du hier mal ein wenig mithelfen willst. Das freut mich. Ja, das machen wir doch gerne. Und noch eine Quest. Oh, drei Quests jetzt. Eieiei, das Geheimnis des südlichen Eisentors. Du wunderst dich, warum das Tor geschlossen ist, obwohl der Winter vorbei ist? Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe alle Reiter auf der anderen Seite gesehen, die passieren wollten. Und alle Warentransporter, die wieder umkehren mussten. Oi, oi, was das für ein Chaos war. Aber ich weiß, mit wem du darüber sprechen kannst. Mit Bürgermeister Klaus aus dem Westkap Fischerdorf. Klaus ist für den Schlüssel zur Stadt verantwortlich. Du kommst dorthin, wenn du so weit wie möglich nach Westen reitest. Folge dem goldenen Weg, aber reite nicht in den Goldblattwald. Es ist nämlich schwer, wieder rauszufinden. Okay. Schande! Der Wassersprengler auf dem Kürbisfeld funktioniert nicht mehr. Ich nehme an, dass es an den vielen Löchern im Schlauch liegt, die sich in den Jahren meiner Abwesenheit gebildet haben. Bei all diesen Löchern kommt kein Wasser bis zum eigentlichen Sprengler. Nimm dieses wasserfeste Klebeband und repariere den Schlauch. Dann werden wir sehen, ob der Sprengler wieder funktioniert. Sollte er eigentlich? Ja, es kommt überall raus und nicht da, wo es rauskommen soll. Die Reitbahnen um meine Kürbisfarm sind während der Jahre verfallen. Kannst du sie begutachten, um herauszufinden, ob sie auf irgendeine Art gefährlich sind und repariert oder ausgebessert werden müssen? Ich habe sie auf deiner Karte in Orange markiert, sodass du sie leichter finden kannst. Komm später zu mir zurück, um Bericht zu erstatten. Okay. Oh ja, da haben wir ja einiges zu tun hier. Also, das wasserfeste Klebeband. Zack. 6 Stellen haben wir hier insgesamt, die kaputt sind und darauf warten, repariert zu werden. Ah, das sieht so schön aus hier. Ich mag dieses Herbstliche total. Bin ja sowieso, also ich bin ja eigentlich der Sommermensch, aber wenn der Herbst, wenn alles so richtig schön gold, gelb, rot verfärbt ist, dann die Sonne noch dazu scheint, dann ist es richtig klasse. Leider haben wir ja nur meistens... Ja, es funktioniert. Meistens haben wir ja nun eher hier die verregneten, nicht so schönen Herbsttage. Aber hier so ein richtig schöner goldener Herbst ist was Feines. Das hat super geklappt. Jetzt funktioniert der Sprengler. Gut gemacht, Dina. Yay, okay, jetzt können wir hier Hindernisse inspizieren. Das ist ein Hindernis? Okay.
Ja, doch, ich würde sagen, dass die Hindernisse schon ziemlich verfallen sind. Eieiei, da ist noch eins. Und wo ist das letzte? Hier irgendwo geradeaus. Jetzt lauf schon. Ah, okay. Also springen kann man noch drüber, aber es ist doch ja, nicht unbedingt zu empfehlen. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal mit Jasper reden. Oh. Aha, drei Hindernisse sind kaputt. Okay, das ist klar. Ich habe die Hindernisse vor über 20 Jahren gebaut und dachte immer, dass der kleine Justin hier einmal springen lernen sollte. Dazu ist es allerdings nie gekommen. Allerdings kannst du die Reitbahn jetzt mit deinen Freunden benutzen. Okay. Ach, das ist aber schade, dass sie hier nicht springen gelernt hat. Ja, dass so ein Familienkrach alles anstellen kann. Ja gut, schön, dass wir die jetzt nutzen können, aber wir müssen die bestimmt erstmal reparieren. Geisterstaub? Wie du vielleicht weißt, werden die Kürbisse für das jährliche Halloween-Fest benutzt. Die Leute schnitzen fantasievolle Gesichter in die Kürbisse, stellen Kerzen hinein und verwenden sie als Dekoration. Laut der Tradition halten sie böse Geister fern. Ich habe einen Weg gefunden, der sie ein wenig mehr gespenstrisch lebhaft macht. Während die Kürbisse wachsen, muss man sie dafür mit Geisterstaub düngen. Geisterstaub ist ein Überbleibsel von dem funkelnden Glitter, den die Schneegeister absondern, wenn sie umherwandeln. Geisterstaub kann man überall auf den Wiesen hier in Golden Hills Valley finden. Es ist also einfach. Finde ein paar Hände voll Geisterstaub und dünge die Kürbisse damit. Komm dann zu mir zurück. Okay. Dann gucken wir uns das mal an, aber wir haben ja noch den reitenden Waldarbeiter. Ach so, das alte Hindernis kann man reparieren. Dazu brauchen wir allerdings mehr Holz. Wie du vielleicht schon gesehen hast, gibt es um das Haus herum vier alte Bäume, die gestorben sind. Nimm meine Säge, die auf der Treppe der Veranda liegt, und säge die vier toten Bäume ab. Bring sie danach mit deinem starken Pferd hierher. Okay, ja, wo sind die toten Bäume? Egal. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall erstmal die Säge mit. Okay, wir müssen die Kürbisse düngen. Dafür brauchen wir Geisterstaub. Ach, da ist ein toter Baum. Alles klar, dann reite ich hier mal gerade rum. Ach, ja. Okay, ich sollte vielleicht auch an den Kürbissen vorbeireiten. Die sind so groß, es ist klar, dass wir da nicht durchkommen. So. Einmal absteigen. Schön hier geblieben, Gold Shadow. So. Das sieht aber ungünstig auf dem Pferd drauf. Okay, hier ist auch noch ein Baum. Oh. Dann haben wir schon mal zwei. Müssen wir nur noch die anderen beiden finden, die fehlen. Auch noch aufladen. Oh, armer Gold Shadow. Wieso kein Packesel? Da hinten ist noch einer und hier ist noch einer. Okay. Dann ist die Frage. Nee, ich würde sagen, wir bringen erstmal noch die Baumstämme zurück. Nicht, dass wir hier jetzt mit den Baumstämmen am Rücken noch den Geisterstaub suchen. Das wollen wir ja jetzt Gold Shadow nicht unbedingt zumuten, würde ich jetzt mal so sagen. Das wäre ja gemein. Okay, hier ist der letzte. Dann haben wir die Baumstämme für die Hindernisse schon zusammen. Yay! Wir sind ein reitender Waldarbeiter. Oh. Das war nicht schlecht. Du und dein Pferd seid wirklich stark. Waldarbeit wäre vielleicht was für euch. Ja, wir sind schon gewohnt, hier im Wald zu arbeiten. Das haben wir schon öfter gemacht. Nimm also diese massiven Holzblöcke und repariere die kaputten Sprunghindernisse. Mit Hilfe der alten Teile der Hindernisse ist es möglich, sie wieder neu und schön zu machen. Yay, dann haben wir ja jetzt vielleicht bald hier eine neue Rennbahn. Das wäre ja mal cool. Nam, 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 nam. Können wir das vom Pferd aus machen? Scheint zu klappen. Ja, sehr gut. Wo ist das denn ein Riesenhindernis?
Ich dachte, Justin sollte hier springen lernen. Um über sowas drüber zu kommen, muss man aber schon springen können. Jasper, was hast du dir denn dabei gedacht? Dass du hier solche Wahnsinns, Hindernisse einfach mal aufgebaut hast. Eieieiei. Naja, anscheinend hat Justin bei Thomas das auch nicht anders gelernt, denn vielleicht erinnert ihr euch zurück. Entweder an die Folge, wo wir springen gelernt haben, oder vielleicht auch an euren eigenen ersten Sprung. Oder hätten wir gerade links gemusst. Da haben wir ja auch schon direkt eine ganz schöne Klamotte in den Weg gestellt. Das ist jetzt auch nicht großartig kleiner gewesen als das hier. Auch wenn es nicht unbedingt so massiv war. Obwohl es jetzt auch nicht unbedingt sinnvoll ist, sage ich jetzt mal, verschiedene Cavaletti aufeinander zu stapeln. Wo haben wir denn jetzt hier eben das letzte Hindernis gehabt? Ah! Jetzt muss ich mal was ausprobieren. Ich glaube, wenn ich absteige und dann wieder aufsteige, dann können wir wieder normal schnell reiten. Ja. Das ist sehr gut. Das gibt's ja nicht. Wo habe ich denn das eben gefunden? Ah! Nein! Ach, das ärgert mich jetzt. Wo habe ich denn eben... Oh, da war ein Baumstamm. Hä, wo war das denn? Ach, hier. Direkt neben ihm. Tja, toll. Und das sehe ich natürlich wieder als letztes. Ich bin auch eine Kanone. Okay, dann hören wir jetzt noch, was Jasper dazu zu sagen hat. Gut, Dina. Jetzt sind die Hindernisse nicht mehr gefährlich und scheinen gut zu funktionieren. Vielleicht ist es jetzt Zeit für einen Proberitt. Oh, ja, sehr cool. Klar, machen wir doch gerne. Aber nicht mehr heute. Das verschieben wir auf die morgige Folge. Und dann gucken wir mal, ob der Parcours das hält, was er bislang schon verspricht. Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüss.